Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Sieh dir mal die ganzen Leute an. Lass uns schon gehen. Mir wird sonst noch schlecht. Warten Sie, ich habe Fragen. Sie arbeiten doch für Shinra, oder? Die Terroristen sollen als nächstes Sektor 7 im Visier haben. Steht das? Haben Sie es wieder auf den Reaktor abgesehen? Hey! Treten Sie zurück! Da ist ein Aufzug. Lass uns gehen. Zeig, was du kannst. Komm schon. Also. Wartet mal. Welche Etage? Keller. Waffenentwicklung. Nach unten. Vorsicht an die Tür. Wirklich? Was für ein Rückschlag. Von Wutai hätte ich mehr erwartet. Sich mit Avalanche zu verbünden und auf Terroranschläge herabzulassen. Dabei heißt es immer, die Wutaianer wären ein stolzes Volk. Ist wohl auch inzwischen Schnee von gestern. Die Wutaianer von heute sind nur noch lästiges Ungeziefer unter Shinras Stiefel. Oder ihr stimmt mir doch ganz sicher zu. Natürlich. Ganz richtig. Lächeln steht dir. Moment! Nichts da. Ratten aus Wutai nehmen den Umweg. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich ein paar unserer neuen Waffen testen. Okay, sie hat uns durchschaut. Verdammt! Das war meine Chance. Das eben war die Leiterin der Waffenentwicklung. Ihre Maschine hat Melfi getötet. Beruhig dich, Sonnen. Bleib ruhig. Unsere Mission. Erinnere dich. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann deine Wut sehr gut verstehen. Sie hätte uns wenigstens sagen können, wo die Materia ist. Wo führt sie uns nur hin? Wir finden es schon herauf. Irgendwo muss dieses Labor ja sein. Materialeinchen, warte auf mich. Okay, Yuffie kann also auch ganz fokussiert und ernst bleiben. Ich fand sie in ihrem Mogri-Kostüm irgendwie cooler. Nicht unbedingt seriöser,
Aber ich verstehe, das sieht aus, als hätte sie einen Gips um ihrem Arm. Und weiß ich nicht, da kann ich nichts mit anfangen. Fahrstuhlhalle. Ah, okay. Ne, uns geht's gut. Aber den Verkaufsautomaten. Ne, leider nicht. Krass, dass wir in den nächsten Zug gestiegen sind und sofort im Shinra-Gebäude. Weißt du, Avalanche hat dafür Stunden gebraucht, gefühlt, weil... Da war ja alles, da ging ja... Also, was heißt, da ging ja alles schief, aber krass. Und jetzt sind wir einfach im Shinra-Gebäude. Oh, hier ist so. Obwohl es da laut Karte lang gehen müsste. Hojos Labor? Scarlets Falle. Sieh dir das mal an, Sonon. Kriegsmaschinen, soweit das Auge reicht. Shinra scheint es echt ernst zu meinen. Das kann man über dich aber auch sagen. Na klar. Ich bin nämlich ganz anders als mein alter Herr. Diese nutzlose Jammerlappen. Ich mache immer ernst. Wie geht es Meister Godo eigentlich? Der wurde von der Übergangsregierung in den Knast geworfen. Da kann sich der Hitzkopf mal etwas abkühlen. Rede nicht so schlecht über ihn. Godo ist immerhin mein Lehrmeister. Ja, du hast recht. Reden wir über was anderes. Ich reg mich sonst nur wieder auf. Zurück zur Mission. Langsam habe ich den Hals voll von eurem Gequatsche. Wie wäre es stattdessen, wenn wir mit unserem Experiment beginnen? Ja. Aber nicht, dass ihr mir jetzt schon abgeht. Ich habe doch noch so viel für euch geplant. Testsequenz eingeleitet. Beginne Aufzeichnung von Kampf. Okay, es geht also in die zweite Runde. Gewitter. Aha. Das ist echt nice. Das gefällt mir echt richtig gut. Synchronisationsmodus. Furi Katzmutsch geht's wie? Oh, wow. Man muss in der Nähe sein. Ich kann mich nicht bewegen. Darf ich nicht vorher heilen? Das sind wieder... Oha. Chakra. Wie viele sind das denn? Magiebarriere. Gerne. Aua. Nee, lass mal Wirbelsturm machen. Dich. Diese dumme Kuh! Doch hört Ying wohl nicht. Wie sollen wir denn da bitte raufkommen? Tschüss.
Das ist echt eine gute Frage. Ach so. Achso. Ja, ich dachte, sie benutzt die Leiter. Achso. Ich wollte gerade sagen, die lasse ich mir nicht entgehen. Juffie, ich glaube kaum, dass sie dir antwortet. Und welches edle Ross, meinte Scarlett. Haben die eine Schwäche? Bestimmt, ne? Das klingt. Ich probier's mal mit Flammen. Ey, ey, ey. Oh. Ist aber ganz schön dunkel hier. Muss am Strom liegen. Die Anlage steht auch. Der ist da einfach runtergefallen, ja. Entschuldigung. Ja, so geht's auch. Die Frage ist nur, wo wir lang müssen. Ah, okay. Oh. Hier machen Sie also Ihre Materia? Sieht aber aus wie ganz normale Materia. Nicht die, die wir suchen. Ultimative Materia, normale Materia. Ich nehme sie alle. Das ist wahr. Aber da sind gerade keine drin. Ah, okay. Das ist das Hauptterminal. Wir nehmen hier schön brav erstmal die Kisten mit. Wir wollen ja, ne, nämlich geschauten Eselgaul, ne, Maul und so, ihr wisst Bescheid. Okay, der funktioniert nicht, weil wir keinen Strom haben, ne, höchstwahrscheinlich. Die Materie. Sag bloß.
Ninja-Kanonenkugel? Schon wieder. Passenderweise. Synchronisationsmodus verfügbar. Hä? Eine Fertigkeitenmateria, die im Synchronisationsmodus mit R1 plus Dreieck eingesetzt werden kann. Wird ein Gegner getroffen, erhält Sonon einen ATB-Boost. Okay, das gucken wir uns an. Im Synchronisationsmodus. Okay. Karte. Was hat's denn... Moment. Was hat's denn damit auf sich? Ach, sag bloß. Ob wir hier irgendwie rüberklettern können? Oh, Baby. Oh, Juffi. Also hier riecht's ja mal gar nicht nach Materia. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Hey, ich dachte, der Fahrstuhl. Also der Aufzug. Schleife. Schleife? Nee, das muss tatsächlich so bleiben. Verhindert Zustandsveränderung. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechungen beim Einsatz von Magie. Geil. Geil. Kriegt Yuffie von mir. Verringert den Verbrauch von ATB im Synchronisationsmodus. Ich gebe das mal. Ich gebe ihr das mal. Wenn ich merke, das tut nicht weiter Not, dann können wir ja immer noch wieder wechseln. Aber Schleife immunisiert halt gegen alles, ne? Gift, Schlaf, Stumm, Blind. Ah, Blind gibt's hier nicht. Gift, Schlaf, Stumm, Zorn, ne? Es gibt so einige Zustandsveränderungen, ne? Stopp und Hast! Stopp und Hast. Stopp und Gemach! Ah, okay, hier sind wir richtig. Kiste! Alter. Mit wie viel willst du mich denn noch zubomben? Materia, die in diesen Rüstungsgegenstand eingesetzt werden, erhalten dreimal so viele FP. Juffie! Hat aber nur ein schließes Armband, das bei der Verbesserung von Materia. Dreimal so viel. Ja, nee, sie braucht ja Materia. Nein, 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 nein. Ich meine, klar, ich könnte auf... Ich denke mal, auf den MP-Boost verzichten. Aber nein. Ja, okay, das gibt einem halt die Möglichkeit, seine Materie hochzuleveln, ne? Klar. Logisch. Hallo! Rang 3 Soldat! Ihr checkt gar nicht, dass wir da sind. Blitzi! Dann frosten wir mal ein bisschen. Ein Reisoldat besiegt. Materia-Stufe gestiegen. Das geht echt schnell. Rasender Wind. Ja. Ich glaube, ich werde ein wenig zu stark. Was sagst du? Ganz wie du meinst, Chefin. Geschicklichkeitsbonus. Hallo? Haben wir hier vielleicht irgendwas Interessantes? Oh. Ups. Habe ich nicht gesehen.
Warte. Achso. Ja, okay. Ne, alles gut. Entschuldigung. Kurzzeitgedächtnis und so. Oh. Ich wollte eine Kiste haben. Oh Gott. Alter. Das Böse hat ausgespielt. Mikey Panzergardist? Flammen? Luft? Elektromagnetisches Feld. Okay, dann machen wir mal lieber wieder Gewitter. Oh, Impulslaser! Chakra? Ich auch nicht. Och, Juffi! Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte. So. Ihn hier. Es geht weiter. Ich würde mich gerne heilen. Cool. Nice. Okay. Meins. Was immer es ist. Dämonenstab. Sag bloß, das passt zum Dämonenarmreif. Zieht die Aufmerksamkeit eines schwachen Gegners auf sich, bis Yuffie diesem eine bestimmte Schadensmenge zufügt. Geschicklichkeitsbonus. Dreimal vom Gegner anvisiert werden, während der Effekt anhält. Okay, sieht cool aus, aber ansonsten muss ich da leider passen. Also ein Hingucker ist das Spiel auf jeden Fall. Ach. Wir sind einmal im Kreis gelatscht. Leere Materie, bitte, Yuffie. Wir wollen ja grammatikalisch korrekt bleiben, ne? Ach, krass. Gegen das Ding haben wir mit Barrett, Tifa und Cloud auf der Platte gekämpft und die haben hiervon noch mehr. Alter, okay, ganz kurz. Was? Geheimversteck. Sag mal, Sonon. Was ist? Was meinst du?
Zukunft. Du weißt ja, wie es zwischen Wutai und Avalanche ist. Unsere Ziele widersprechen sich eigentlich. Eines Tages prallen wir vermutlich aufeinander. Und dann kann das persönliche Band, das wir auf dieser Mission geknüpft haben, vielleicht eine Auseinandersetzung verhindern. Ich glaube, das ist, was ich meinte. Ich auch. Ich habe Avalanche die ganze Zeit beobachtet. Ich verstehe ihre Forderungen. Freie Wahlen, Gewerkschaften, die Verteilung von Wohlstand. Sie sehen die Welt mit anderen Augen als wir. So, nun, was sehen denn deine Augen? Explosionen, die Häuser zerstören. Schüsse, die Leben rauben. Flehende Opfer. Lachen voll Blut. Meine auch. Sowas vergisst man einfach nicht. Da oben war noch irgendwo eine Materie, ne? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nee, nee, oder? Warte mal. Waffenentwicklung. Wo lang? Oh oh. Wir haben uns total verlaufen. Chefin, ganz ruhig. Na, fällt mir ein. Hast du da Jawbone? Ja, hab ich. Du kannst ja. Was denkst du denn? Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich auch. Schmeckt besser, wenn man nicht alleine ist. Ja, das finde ich auch. Oh nein. Ich dachte schon. Okay, Moment, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück. Ich will das haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier rein soll. Identifikation erfolgreich. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. Was soll das denn? Ich will nicht trainieren. Ich will Materia finden. Du hast die Ansage gehört. Nur für eine Person. Sei vorsichtig, Chefin. Shinras Kistenkrieg. ATB-Kooperation, ATB-Boost und ATB-Schock. Ja, dann. Wie man Shinras Kistenkrieg spielt. Grundregeln: Zerstöre innerhalb des Zeitlimits so viele Kisten wie möglich. Für jede zerstörte Kiste gibt es Punkte. Übertrifft die Zielpunktzahl für einen erfolgreichen Abschluss. Unterschiedliche Arten von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten, Effekte und bringen unterschiedliche Punktzahlen. Im Spiel Shinras Kistenkrieg gibt es zwei neue Arten von Kisten. Robuste Kisten lassen sich durch Angriffe mit dem Shuriken am einfachsten zerstören. Magische Kisten greifst du am besten mit Magie- und Ninjutsu-Angriffen an. Wähle für jede Kiste die richtige Art von Attacke, um sie zu zerstören. Rote Kisten. Zerstörst du rote Kisten, verlängert sich die verbleibende Zeit. Ich wollte vorhin mal ansprechen und fragen, ob wir mit Yuffie Kistenkrieg spielen können, aber... Okay, das muss man üben. Oha. Magie, keine Magie einsetzbar. Ja, weil ich ihr keine beigebracht habe. Sehr gut.
Nein! Scheiße! Oh Gott, das ist nicht so einfach wie mit Cloud, tatsächlich. Ah, okay, aber die Punkte sind auch ganz andere. Okay. Sehr gut. Oh oh. Oh, Zeit, sehr gut. Oha, das war gut. Oh, das fand ich gar nicht mal so schlecht. 15.500. Mindestpunktzahl 5.000. War das gut? Ja. Aber das waren nur zwei, ne? Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. 20.000 für ATB-Schock. Okay. Okay. Also versuchen will ich's. 20.000. Ich meine, ich war halt auch wirklich nicht gut, ne? Oha. Okay. Das hat für meinen Geschmack jetzt ein bisschen zu lange gedauert. Oh. Ja, ich verdrück mich gerade. Oha. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich weiß, Magie. Ja, aber ich drücke es. Ich drücke es und es passiert nichts. Moment. Oh oh. Okay, hier geht's jetzt nochmal richtig ab. Nein! Was wären die Punkte gewesen, die mir gefehlt haben, ne? Na, dann hätte... Doch! Doch, die 1500 hätten mir gefehlt! Das ist möglich. Das ist machbar. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. Okay. Okay. Das ist machbar.
Scheiße. Ich probier mal was. Das Spiel fängt voll an zu laggen. Ernsthaft, Yuffie? Nein, falsche Taste. Oh, ich bin schlecht. Alter. Oha, das war gut. Okay, weiß nicht, ob das jetzt gerade so gut war. So viel Lauf. Ja, genau. So. So. So, jetzt kralle ich mir erst die hier. Oh, scheiße. Yuffie, bitte gib alles. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oha. Und ich hol noch mal richtig raus. Scheiße. Schade. Aber hey, wir haben die 20.000. Und dabei war ich echt nicht gut. Ich war echt nicht gut. Mindestpunktzahl erreicht. ATB-Schock. Soldattraining. Das war Soldattraining? Also war das Cloud ein Begriff. Okay, okay. Dann wollen wir mal gucken. Die im Synchronisationsmodus mit R1 plus 3. Ach so, okay, okay, das muss ich mir merken. ATB-Schock. Geringer ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegner. Aha, ATB-Kooperation. ATB-Boost für Gefährten nach zwei gleichen Kommandos in Folge. Gering, mittel und hoch. Okay, was war das andere? Ich habe doch noch was bekommen. Moment. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Amplifikation, Gil-Boost, EXP-Boost. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. ATB-Boost. Moment, Moment, Moment. Kooperation und Schock, ATB-Boost. Ach, hier! Ach, das ist das! Was ich mit Cloud nie genutzt habe und ich mich immer aufgeregt habe. Gut zu wissen. Aber Soldattraining ist mir jetzt neu. Ich dachte, das wär's jetzt. Yuffie, ich verstehe nicht, warum du den einsammelst, um ehrlich zu sein. Nein, sie macht nicht genau, also... Ja, man hat ja deutlich weniger Zeit.
Mindestpunktzahl 10.000. Punkte 7.200. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang fort. Gittelbu? 30.000. Das schaffe ich doch niemals. Amplifikation haben wir ja schon. Ey, Freunde, es tut mir leid, aber hier muss ich passen. Das schaffe ich nicht. Damit habe ich einfach noch nicht... Dieser Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf ist bei ihr halt... Also ich finde das nicht ganz einfach zu kontrollieren. Und die Nebenquest ist damit auch erfüllt, also... Bis auf die Belohnungen lassen wir jetzt nichts liegen. Ich meine, Gil-Boost und EXP-Boost ist natürlich krass. Ich will euch das nicht vorenthalten, aber... Ich glaube, das ist ein bisschen zu heftig. Es tut mir sehr leid. So. Ah. Bin ich im Kreis gelatscht? Ja, bin ich. Okay. Ich dachte, ich müsste wieder hoch. Werde ich jetzt gefragt, ob ich den Aufzug wirklich verwenden möchte? Zu welcher Etage fahren? Hä? Okay. Produktionsebene. Wartung. Hier sieht alles, es tut mir leid, aber hier sieht halt legit alles gleich aus. Da ist ein Pfeil. Hä? Spiel, was möchtest du mir sagen? Hier ist eine geöffnete Kiste? Was ist für der? Okay, wir müssen einmal rum. Wenn ich das richtig verstehe. Hä? Was? Ich bin dezent verwirrt.
So, Synchronisation, R1. Wirbelsturm. Ah! Aha! Mit R1 im Synchronisationsmodus. Mit Vergnügen, Herrin. Na, wie fantastisch war ich? Du erfüllst mich mit Ehrfurcht. Ich weiß nicht, was ich von dieser Materie halten soll. Ich finde die cool, dass es das gibt. Aber ich glaube, ich finde ATB-Boost besser. Entschuldigung. Ich stehe auf so kooperationszusammenarbeitende Fusionstechniken. Das ist cool. Aber sorry, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Wie kann es denn sein, dass ich denselben Weg jetzt nochmal gehe? Ich meine... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Genau, hier war die Kiste. Okay, das ist definitiv neu. Dann schätze ich mal, dass wir hier richtig sind. Springen, Yuffie! So, Sonon? Ich weiß wieder, wo ich den Namen Sonon kenne. Okay. Ey, ich wollte die Kiste haben. Chakra, sehr gut. Kuriert zu dem Gift? Oh, interessant. Okay, dass er sie Chefin nennt, geht mir so langsam auf den Geist. Sind das Laser? Ach du Scheiße. Materie hinter Gitter. Warum hört die Musik auf? Das gefällt mir gar nicht. Oh oh. Ah, hier sind wir. Auf ihrem Chefsessel. Sonon! Guck mal, dort vorn! Diese Anlage ist viel größer als die unten. Das heißt, das ist die ultimative Materie! Mann, ich sehe nichts. Licht, Licht. Ich brauch Licht. Hä, bist du sicher?
Die Suche geht weiter. Weißt du, sie jumpt da einfach hoch. Und guckt da durchs Glas. Ja, sorry, ich... Mir fehlt einfach ihr Gedanken... Ansatz. Oh, oh. Alter, wie groß ist das denn hier? Okay. Stufe 3 des Hauptsystems aktiviert. Ah. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Schutzgitter? Nur ganz kurz. Es war nur ein Check. Ach so. Eine Falle. Verdammt nochmal! Ich will kein Negadist, ich will Materia! Bring dir Shinra in die Krieg! Geh wieder! Wirkungslos! Schock, er ist im Schock! Rein da! Oh, 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 er rastet aus! Rüstungsspringer. Limit! Geil! Marco-Mine? Oh, oh. Geil. Und? Worauf haben Sie es abgesehen? Oh, Ihr Verhalten ist widersprüchlich. Es gibt kein Muster, aber Sie scheinen eine Materie zu suchen. Wirklich? Du willst mir im Ernst sagen, dass Sie nur dafür bis hier vorgedrungen sind? Bisher sieht es so aus. Das enttäuscht mich jetzt aber. Egal. Stell mich zu Ihnen durch. Ja. Ich hoffe, ihr amüsiert euch. Ihr habt euch ein Hologramm schon solch einen Schreck ein. So, wo ihr extra von weit angereist seid, sollten wir drei etwas Spaß zusammen. Ich habe noch viel interessanteres Spielzeug als dieses Hologramm. Was wollen Sie? Je, jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Was ich will? Die Frage ist, was ihr wollt und ob es sich hinter dieser Tür befindet. Beeilt euch, ich warte. Chefin, was jetzt? Ist eine Falle, das weiß ich selbst. Mhm. Aber wir haben keine Wahl. Ganz deiner Meinung. Sie spielt mit uns. Einladung? Na dann. Schade. Ihr befindet euch in dem modernen Forschungslabor. Hier sammeln wir die Daten von Individuen, die unseren Persistenztest bestanden haben.
um auf ihrer Grundlage neue Waffen zu entwickeln. Schaut euch doch bitte ganz in Ruhe um. Persistenztest eingeleitet. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Ein Monodrive oder so ein Ding. Moment. Erstmal wieder auf die Beine kommen. Okay, nichts. Ein Sonderangebot. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Probanden nähern sich dem Testgelände. Probanden? Der Test beginnt in Kürze. Ach, das sind... Oder Auslöscher? Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Cool. Nähert sich dem Testgelände. Der Test beginnt in Kürze. Ach, das sind diese Drohnen. Das ist auch okay. Hallo. Ich bin nur zufällig hier. Granatenwerfer, Entschuldigung. Sophie, was machst du da? Ah, wir waren nicht mehr im Synchro-Modus. Ey, ganz ruhig hier. Oh, wir können Vitaga. Sehr gut. Das heißt, ich muss den FP-Boost auswechseln. Sagen wir mal Wirbelsturm. Hä, warum war das nicht im Synchro-Dingen? Auflösen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal, passt schon. Wir wissen, was das ist. Konfiguration wird eingeleitet. Ja, nachdem ich meine Materie angepasst habe. Oha!
ATB-Schock. Heilen ist jetzt voll. Dann nehmen wir jetzt Chakra. Dadurch, dass das jetzt im Armreif ist, levelt das schneller und durch den FP-Boost halt nochmal mehr. Danach würde ich den Erstschlag nehmen. Geschockten Gegner. Dann entweder ATB-Schock. Oder ATB-Boost. Mal gucken. Aber das geht hier echt schnell. Ich meine, gut, sonderlich lang ist die Episode auch nicht. Also. Ach, das sind nur solche Drohnen. Oder MG-Schützen. Gewitter! Wirbelsturm. Das war's dann. Oh. Abgeschlossen. Nächster Test wird begonnen. Das ging schnell. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Das sieht irgendwie bedrohlicher aus. Och nö. Hätte ich mal lieber die anderen genommen. Wirkungslos. Aua. Oh oh. Erstmal Gewitter. Obwohl, das sind einfach nur Panzergardisten, ne? Aua. Okay, Moment. Ich brauche ein bisschen ATB. Magie. Vita. Oh, sie hat ein Limit voll. Eine Vollheilung. Ja, komm. Limit. Alter, das sieht so brutal aus, ne? Ja, komm. Hey, du spinnst wohl. Was? Achso, wir waren im Synchro-Modus. Letzter Test. Ah, okay, diesmal habe ich nicht die Wahl. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Okay. Was ist das? Was macht das? Hey,
Matra-Magie. Chakra, bitte. 300! Ja. Das gibt's nicht. Da stand was von wegen Schwäche. Okay. Boah, das war gut. Das war sehr gut. Ich glaube, ich werde ein wenig zu stark. Was sagst du? Ganz wie du meinst, Chefin. Aber vielleicht war das auch ein wenig zu einfach für zwei Ninja. Und wie? Mehr hat Shinra nicht drauf? Glücklicherweise doch. Und ich habe hohe Erwartungen an euch, meine kleinen Bauertrampel. Ich verspreche euch, ich habe nur das Beste vorbereitet für unsere so weit gereisten Gäste. Nun trete schon ein. Ich kick dich weg. Ich dachte, das war der Boss. Nee, anscheinend nicht. Okay, eine Sitzbank und ein Verkaufsautomat. Ach krass. Nein, danke. Cool, dass es geht, aber nein, danke. TP und MP geheilt. Ja. Wir haben nun. Ach so. Doch. 9 Megatränke haben wir nur. Das ist nicht allzu viel. Ich habe ein mieses Gefühl. Phönix Feder. Scarlet. Wo sind wir? Das Ding funktioniert nicht, oder? Das will ich zumindest hoffen. Herzlich willkommen, kleine Ninja aus Wutai. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt spiel dich hier nur nicht so auf. Ich weiß, dass du Schiss hast. Ach, meinst du? Vielleicht ja. Ganz Wutai ist voll mit solchen Ninja wie uns. Stell dir das mal vor. Eine gigantische Armee Ninja, die hier einfach so eindringt. Das wäre schrecklich. Dann müssen wir uns gut vorbereiten. Das bringt gar nichts. Jetzt sei doch nicht so. Gib uns eine Chance. Was? Ich präsentiere. Das ist das allerneueste Modell von Shinra Exomecha. Natürlich von mir entworfen. Genießt diesen aufregenden Kampf. Auch wenn es euer letzter sein wird. Ich glaube, wir sind umzingelt. Räumen wir erst das Kleine weg. Ja, bin ich auch für. Aua. Okay. Alter. Okay, wir können gleich beschwören, das ist sehr gut. Schockpotenzial. Karmesinfuchs?
Ja, wir schocken. Ja, es geht. Alter. Okay. Dann wollen wir doch mal. Beschwören bitte. Alter! Gandalf, leg los! Okay. Esper-Fertigkeiten, Donnerlanze. Wir sollten erst die Raketenwerfer loswerden lassen. Chakra kann er auch noch. Gebet kann er zur Not noch. Das hier kostet MP, das würde ich... Wirbellaser. Greift gegen den Wirkungsbereich mit einem kreisförmigen Laser an. Okay. Oha! Alter. Ich wollte gerade sagen, Ramu ist aber noch da, ne? Okay. Wirbellaser. Oh oh. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Gebet bitte. Und nochmal Wirbellaser. Das war ja super. Rein da! Nein! Okay, nochmal Wirbellaser, bitte. Hä? Wirbellaser. Was? Blutrausch? Auch okay. Denke ich. Schild. Nee. Ach so. Schock! Limit. Blutrausch. Schild zerstört. Macht Ramu jetzt... Oder wartet er? Er scheint zu warten. Haha! Ionenschlag. Gandalf, gib alles! Alter! Schwäche! Oha. Eindeutig nicht wendig genug. Die Gelenkaktuatoren müsste man wechseln. Und dann... Wir sind auch noch da. Oh? Sieh mal an. Das Blatt hat sich gewendet. Ihr kleinen Bauerntrappel. Was wird das?
du endlich wach? Weiß. Was machst du an einem Ort wie diesem? Sie wollen meine Daten, um mich im virtuellen Raum replizieren zu können. Alles bereit? Übertragen? Diese Narren von Shinra lernen es auch nicht. Dich auf irgendeine Art zu replizieren, unmöglich. Du scheinst dich prächtig zu amüsieren. Ja. Ich war schon zu lange nicht mehr auf der Jagd. Rede! Was war das? Die ganze Zeit dieses Rumgeschreie. Benimmt man sich so in Wutheit? Sonon, lass mal. Ich habe eine andere Frage. Wo ist die ultimative Materia? Stell dich nicht dumm. Ich weiß, dass ihr eine mächtige Materia gemacht habt. Ah. Ihr Ratten aus Wutai seid ja gut informiert. Oder heißt das, dass wir einen Verräter haben? Was ist? Ich sehe kurz nach. Beeil dich aber! Es stimmt schon. Wir arbeiten an der Erschaffung einer prächtigen Materie. Aber sie ist noch nicht fertig. Du lügst. Darauf kann ich nicht rein. Es stimmt aber. Andere Projekte waren wichtiger. Und die Tests wurden verschoben. Andere Projekte? Nicht verraten, aber wir werden die Platte über Sektor 7 sprengen. Und schieben es Wutai und Avalanche in die Schuhe. Was meinst du? Was für eine Platte? Hä? Was zum... Steckt wohl ziemlich in der Klemme. Willst du ihm denn nicht helfen? Beeil dich, Liebe! Miststück, Alter. Beeil dich, Liebe! Boah. Krass. Ich brauche mich nicht beeilen. Ah. Ja, als ob die jetzt leer sind. Was soll das denn? Achso, die war schon zu. Auf. Hä? Ehrlich? Oh, okay. Hä? Sonon! Endlich! Was zum? Wer sind die? Keine Ahnung. Sind plötzlich aufgetaucht. Sonon, hab schlechte Neuigkeiten. Dann lass mal hören. Es gibt keine ultimative Materie. Zumindest noch nicht. Und dann ist da noch was. Sie sprengen die siebte Platte. Sprengen die siebte Platte? Ja. Zumindest hat sie das gesagt. Warte über Sektor 7. Warte, dann hat der GJ ja recht. Und was jetzt? Gute Frage. Also wie wir... Materia haben wir nicht gefunden, dafür aber viele Informationen. Die müssen wir unbedingt zurück nach Wutai bringen, Chefin. Und wie wir aus dem Remake wissen, können wir das auch nicht groß verhindern, ne? Hä?
Hä, warum? Ja. Synchro. Schade. Geil. Irgendwie glaube ich das nicht. Aua, aua, aua! Da draußen wartet bestimmt eine ganze Armee auf uns. Aber wir haben keine andere Wahl. Das stimmt. Okay, okay. Sie sprengen die siebte Platte. Entschuldigung. fand ich lustig. So ernst es auch ist. Oh oh. Prototyp Kampfsimulator. Stecken wir hier fest. Was? Okay, ist er sowas wie eine Art Totenbeschwörer? Oder weiß ich, ich hab dafür keine Worte! Okay, das sieht cool aus. Hallo? Wirbelsturm. Was war das denn? Ja.
Okay. Oh, Sturmgardist, okay. Feurer. Schnapp du dir den? Ey. Ach so. Aha. Dämonische Schöpfung? Rechter Arm. Okay, das war gut. Schock. Quasi, ja. Komm, rein da. Ich würde gern zaubern. Synchronisation. Ah. Darf ich mich vorher heilen? Danke. So, jetzt. Nichts wie raus hier. Wie sie entspannt auf diese Knöpfe drückt. Was ist denn hier passiert? Ein schlechtes Gefühl. Die Seelen aus den Gardisten gezogen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist wohl nicht ganz zufällig jemand gekommen, um uns zu retten? Personen sind anwesend. Bereit? Feldtest mit Zviet initiieren. Was? Ich glaube, ich hatte recht. Wir mal beginnen. Der ist ja krank. Das. Das stimmt wohl. Okay, nochmal. Das verstärkt unsere Angriffe. Und schön auf Abstand. Schön auf Abstand. Gerne ein bisschen rumprobieren, ob er vielleicht irgendeine Schwäche hat. Sonon kann gerne mal ein bisschen zaubern. Mal gucken, was passiert. Er macht immerhin Schaden. Yuffie wechselt zu Frost.
dir Angst im Dunkeln? Unregelmäßigkeiten! Das Kontrollprogramm ist beschädigt! Setz dich schon fest! Alter! Wer war das? Wer wagt es, mich zu stören? Bleib dabei. Krank. Chakra. Und nochmal. Sonon. Schocken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Gewitter! Eine Reihe von Angriffen. Chaos-Säulen! Nein, das war dumm, ich hab mich verdrückt. Scheiße. Oha! Ja, aber seine Schockleiste ist gleich voll. Hass? Okay, Hass finde ich nicht gut. Er ist im Schock. Okay, Luft. Und dann... Was? Okay. Alter. Ich sehe gar nichts. Beschwören. Okay, er ist im Schock. Okay, er ist nicht lange im Schock. Ich kann sie nicht mehr bändigen. Okay, Limit. Oder auch nicht. Ah, sehr gut.
er gerade gesagt, friss Stiefel? Okay, Donnerlanze. Schatten schwingen. Nee, auf ihn selber. Weiß ich nicht. Ja. Klasse. Alter. Will dich ja eigentlich nicht hetzen, aber wir sollten von hier verschwinden. Ich brauche eine Pause. Dann frage ich dich. Bäh. Nein, danke. Nein. Schon. Bitte. Alter! Thank you.
Nase. Alleine wird das nichts. Wer will mein Handlanger werden? Bitte einmal melden! Okay. Das war kurz. Ich hätte fast gesagt kurz und schmerzlos, aber das trifft es nun wirklich nicht. Ich muss zugeben. Oh, Entschuldigung. Sag mal, Barrett. Gehen wir wirklich zu Fuß? Klar doch. Ist ganz schön weit bis Kalm, oder? Einen ganzen Tag werden wir schon brauchen. Eine Frage. Wenn meine Mutter ein ganzer Tag sagt, meint sie vom Aufstehen, bis man abends ins Bett geht. Aber für mich ist ein ganzer Tag eigentlich vom Morgen bis zum Morgen des nächsten Tages. Wie siehst du das, Barrett? Ich stimme Elmira zu. Bin ich froh. Wenn ihr meint. Cloud, du musstest bestimmt ständig von morgens bis abends durch die Gegend latschen. So als Elite-Soldat. Kam vor. Aber nicht ohne regelmäßige Pausen. Vor allem du brauchst die. Ja, weiß ich doch selbst. So eine Reise ins Unbekannte ist riskant. Aber ihr habt ja euren verlässlichen Anführer. Haben wir ein Glück? Das habt ihr. Okay. Jetzt bleiben wir alle mal kurz stehen. Atmet einmal alle tief ein. Oder lieber doch nicht. Sind wohl noch zu nah an der Stadt. Frische Luft gibt's später. Marco Stadt Midgar, leb wohl. So etwa? Ja, gut. Genau so. Gut. Da kommt wer. Sieh mal. Yeah!
Seht mal! Hier gibt's kein Dach. Alles okay? Seltsam. Mir ist so anders. Ach, du hast bestimmt nur Hunger. Weiter geht's! Lange her. Wie geht's? Na, alles schick? Hör mal. Sorry. Bin zurück! Weiß der Unbefleckte? Ein neuer Gegner wurde dem Kampfsimulator im Shinra-Gebäude hinzugefügt. Ach, wähle Kapitel 17 in der Kapitelauswahl aus, um dich ihm zu stellen, nachdem du die Hauptstory abgeschlossen hast. Haben wir. Ein weiterer Gegner wurde zudem dem Kampfsimulator in Kapitel 2 von Intermission hinzugefügt. Okay, krass, das DLC hat Auswirkungen auf das Hauptspiel. Interessant, interessant. Okay, dann speichern wir jetzt erstmal. Es gibt tatsächlich nur 2 Kapitel. Kapitelauswahl. Krass. Gut, aber Freunde, das war Final Fantasy VII Remake Integrate, beziehungsweise Intermission. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei Final Fantasy VII Crisis Core.